Noch langsamer geht's. Unterschätzte Gefahr. Hallo, Maus. Es ist noch früh am Tag, als sich Aloha. Justus, Peter und Bob vor der Werbeagentur treffen, zu der gleich zwei Spuren geführt haben. Just, hat dieser Diethyläther dein Zeitgefühl durcheinander gebracht oder warum scheust du uns so früh hierher? Peter, du weißt doch, dass Justus keine Wörter mag, in denen Diät vorkommt. Euer reges Interesse an meinen Befindlichkeiten in allen Ehren. Aber heute Morgen war zwischen Onkel Titus und Tante Mathilda noch immer dicke Luft. Ach, darum sollten wir uns hier vorm Gebäude treffen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass um diese Zeit schon jemand im Büro ist. Shaker, Kevin, das sagt schon alles. Können uns ja ein bisschen umgucken. Ein bisschen hier Computer wühlen. Wie sitzt hier sonst ein Kevin? Ein Kevin, der etwas zu feiern hatte und von Hawaii träumt. Können ja mal ein bisschen hier rumstöbern, ne? Was spinnst du, Peter? Ups. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Sorry. Meines hat immer noch nicht wieder eingesetzt. Keine Ahnung, warum der Ballon geplatzt ist. Vielleicht lag es am Draht. Keine Ahnung, warum der Ballon geplatzt ist. Können wir hier nicht irgendwas eingeben? Ein paar bisschen so suchen, geheime Sachen. Schade. Lalala, das war ich gar nicht. Das war jetzt schon als viel. So die Zukunft aus? Ja. Hyper Ray. 2050. Oh Gott. Floor of Operations. Es gibt tatsächlich Erwägungen, elektromagnetisch angetriebene Hochgeschwindigkeitszüge auf Luftkissen durch Stahlrohre zu schießen. Zur Beförderung wird Unterdruck erzeugt, wie bei Rohrpostsystemen. Krass. Es gibt krass. Hier wird man an die Zeit vom großen Goldrausch erinnert. Ja, damals war Kalifornien das Ziel vieler Glücksritter. Umweltschutz war den Goldsuchern wohl völlig fremd. Berechtigter Einwand, Zweiter. Bei der Goldwäsche wurden Unmengen giftiges Quecksilber eingesetzt, um Staub zu lösen. Das hat Flüsse und Seen schwer belastet. Keine Frage, dass die Freisetzung von Quecksilber unser aller Gesundheit gefährdet. Umweltschutz war... Wie süß, er denkt immer an Umweltschutz und Tiere. Der gefällt mir. Falls man es nicht schon gemerkt hat. Schon bevor ich das wusste. Was? Nichts? Hier geht es um die Geschichte des Geländes der PR-Agentur. Früher stand hier eine Station, um in alle Welt zu telegrafieren. Früher stand hier ein... Ein solides Bauwerk mit einer damals modernen Beförderungsmethode für Briefe und kleine Pakete. Der Rohrpost. Das Gebäude beherbergt Unternehmen, die ganz im Zeichen der Kommunikation stehen. Dabei spielt Informationstechnik eine immer größere Rolle. Nur der Mast hat sich verändert. Egal. Oh, Pferdchens war's. Das muss es sein. Okay, dazu sagen sie nix. Ja, klar, zu Pferden sagen wir nicht. Naja. Okay, um die Ecke können wir irgendwie nicht. Oh Gott. Ich hoffe, das ist kein echtes Blut. Ist das Blut? Da stimmt etwas nicht. Wir müssen ins Büro. Ich hoffe nicht, dass es Blut ist. Was guckt ihr mich so erwartungsvoll an? Mein Dietrich-Set liegt zu Hause. Oh, bist du? Ich habe heute Morgen gerade mal Augen für meine Socken. Die sind auch sehr apart, Peter. Aber du bist nun mal unser Spezialist, wenn es um das Knacken von Schlössern geht. Also gut, wir sehen uns nach etwas um, was meine Dietriche ersetzt. Ihr wisst, ich habe gern unterschiedliche zum Ausprobieren. Ach du heilige Scheiße, ich hoffe, das ist nicht wirklich hier in dem Reißzwecken. Hier, Draht. Nicht schlecht, aber ich müsste ihn irgendwo befestigen. Büroklammern sind zum Schlösserknacken nur bedingt geeignet. Wo könnte ich diese dran machen? Dietrich nicht schlecht, aber Stifte. Ich müsste ihn irgendwo befestigen. Am Kevin Schild. Die Instruktion. Die Montage der Schreibtisch.
Ne? Das ergibt keinen Sinn. Das Jahr der Ausgabe. Was? Ach so, ist bestimmt eine Vorlage. Damit nur werden so. Bei der Montage lose Teile festgezogen. Vielleicht taugen sie als Dietriche. So ein bisschen fett. Ich brauche aber noch andere. Was? Wieso das? Okay. Noch irgendwie was? Scavenge-Schild. Okay, eine Sache fehlt uns noch. Hallo? Ist da jemand? Ja, natürlich. Für eine moderne Agentur ist das ein ganz schön altes Schloss. Irgendwie dennoch, schon, ne? Ohne gutes Werkzeug kann ich es nicht knacken. Ja, toll. Sehr schön. Wir haben doch hier so ein Manu. Was weiß ich? Was willst du nehmen? Ist nichts mehr sonst. Hä? Aha. Sieben Dietriche. Naja, ihre Stellvertreter. Dann will ich mir das Schloss mal vornehmen. Na, ob da das ist wird mit den fetten Dingern. Ja, und wenn wir den Alarm auslösen? Gibt es hier eigentlich Kameras? Blut auf dem Boden bedeutet Gefahr im Verzug. Falls wir auffallen, überlasst ihr das Reden einfach mir. Ich knacke das Schloss. Hoffentlich. Ich höre. Ich höre. Kollegen? Dann lasst mal hören. Oh Gott. Na? Also? Ich möchte verarschen. Das Nein. war verkehrt. Nochmal. Entschuldigung. Ich dachte schon, ich muss jetzt komplett von vorne anfangen. Das wäre scheiße gewesen. Scheiße. Ah! Schöne Musik, ne? Also? Mein Gedächtnis wurde schon so lange Kollegen? Nicht mehr benutzt. Für sowas. Schon so lange nicht mehr nachgetan. Also zweimal? Oder das zweimal? Das war verkehrt. Nochmal. Verdammt. Na? Seid froh, dass ihr das nicht machen müsst. Das war verkehrt. Nochmal. Scheiße. Okay. Dann lasst mal hören. Ich krieg das schon noch hin. War es auch zweimal? Das war verkehrt. Nein. Nochmal. Ich höre. Das war zweimal. Okay. Das war verkehrt. Nochmal. Oh Mann! Na? Das
war verkehrt. Nochmal. Also? Alter, wann ist denn mal hier gut? Dann lasst mal hören. Seit wann können die Triche übrigens tanzen? Das war verkehrt. Nochmal. Kollegen? Was? Warum Kollegen? Das kannst du auch selber. Das war verkehrt. Nochmal. Es ist keine Ahnung wie spät. Oder früh. Lass mich in Ruhe. Mein Gedächtnis wurde, wie gesagt, schon lange nicht mehr benutzt. Alter, lass mich in Ruhe. Oh, ist mir heiß. Das war verkehrt. Noch mal. Oh Mann! Ich muss pissen. Ich höre. Ich höre nichts. Wie Sie hören, hören Sie nichts. War das... Ach, Scheiße. Ach, hier einmal. Oh. Alter, wann ist denn mal gut hier? Kollegen? Oh Mann, ich will nach Hause. Was? Ich bin zu Hause. Das zweimal. Och man, bitte. Ich flehe dich an, Dietrich. Also? Was ist denn das für ein komischer Dietrich? Der hat doch was gesoffen, der Dietrich, ey. Langsam kann ich's. Scheiße. Ich hab vergessen, welches danach kam. Ich hab gar nicht aufgepasst. Geraten. Dann lasst mal hören. Ja, du willst mich doch verarschen. Scheiße, welches war denn das? Das war verkehrt. Nochmal. Oh Mann. Das hatte ich noch nicht drin. Also? Das bringt mich gerade voll raus hier. Dankeschön! Danke! Hey, das klappt ja tatsächlich. Die Tür lässt sich öffnen. Gute Vorlage, Zweiter. Kein Alarm? Ganz wohl ist mir bei der Angelegenheit nicht. Mir wäre auch nicht wohl, wenn da irgendwas Rotes unter durchkommen würde.